Theorie wird gerade gestoppt. Wir sind hier jetzt seit einen. Sagen wir einer Spielstunde. Und wir ziehen tatsächlich, also wir haben hier schon einen Karibu, einen Elch und einen Wapiti erlegt. Diese Wapiti hat es da raufgelaufen. Da hinten waren Schwarzbären, die übrigens gekommen sind, dass die jetzt ein bisschen vergessen. Die auch weg sind. Der Elch war ein Solo. Und die Karibu sind auch weggelaufen. Jetzt tatsächlich nochmal Wapitis aus. Naja, und Bisons waren hier auch, für alle, die nicht aufgepasst haben. Die haben wir leider beim Hergehen schon erschreckt. Fällt mir. Jungtier. Sind halt nur zwei Männchen dabei. Reich. Das sogar. Der ist schon mal weg. Was ich jetzt auch zum Beispiel anmerken möchte, ich werde diese Ansitzjagden immer hier machen. Aus dem Grund, zu lernen und zu verstehen, auch wie ungefähr dieses Herdenmanagement funktioniert. Wir haben hier zwei Jungtiere. Wir haben da oben eigentlich nur mehr Jungtiere. Wissen, der Elch ist weg, obwohl es ein Jungtier war. Schauen wir mal, ob was nach. Und Wapiti war auch der Erwachsene. Ich weiß halt nicht, wie es bei den Weibchen ist. Wenn ich zum Beispiel. Macht. Herde. Das vergleicht. Schwarzbär? Sieht vielleicht jetzt tatsächlich so. Was? Spotten. Ja. Die Sonne. Also, wir haben gelernt, wir sitzen jetzt nicht einmal 2 Stunden hier. Und es ist ein bisschen was vorbeigezogen. Wir haben eine Babizi-Herde auf jeden Fall, eine Bison-Herde und der Bär ist zurückgekommen. Und denen rede ich gar nicht, dass die auch wieder Richtung uns. Schauen wir mal, ob sie uns queren würden. Den Raum haben wir eh schon.
dabei. Ja, auch hier ziehen Bison. Da würde ich dann einen wegnehmen. Zum Probieren. Bitte. Hätte ich irgendwas übersehen, Wolf oder so? Und auch die. Lass ihn ziehen. Also mit den Bedürfnisgebieten natürlich in Call of the Wild ist halt geil, weil du dann natürlich finden kannst, das kennen wir eh. Ich muss sagen, ich habe es glaube ich in einer Folge erwähnt, wir haben auch Ansitzjagden gemacht, wo wir gewusst haben, okay, zwischen 18 und 22 Uhr ist der Hirsch am Feld. In der Regel, dann haben wir die Felder rundherum. Oder hatten wir drei Bedürfnisgebiete auf 8 und Felder, aber von irgendeiner Richtung kommen die ja meistens noch über die Felder und haben uns positioniert. Wir wussten ja, dass die immer wieder zum Bedürfnisgebiet zurückgehen. Deswegen war das halt oft krass. Wir haben zum Beispiel nur gesagt, wir nehmen nur 4er bis 6er jetzt als Beispiel, ja. Oder so, denn ist dann nur für einen bestimmten gönnt. Also wir haben wirklich mit mehr Leuten eine Karte betrieben. Quasi wird. Und ab und zu dann irgendwann. Hinten ist ein. Sind halt alles Jungtiere. Selbe Herde ist, die wir schon einmal hatten. Da werde ich auch kein Feuer denn. Merken. Erwachsene werden. Den müssen wir uns jetzt tatsächlich merken. Führt die Herde sogar an? Haribu durch. Etwas grauere da hinten ist. Der wird es auf jeden Fall werden. Sie. Wie ich vor uns vorbeigehen. Wir haben es. 20:12 ist noch ziemlich hell eigentlich. Ich hoffe, sie wird halt nicht verdeckt jetzt, wenn wir dann. Ganz schlecht, wenn.
So dicht. Krass, was sich da alles gerade bewegt. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie ich die Hand da hinten habe. Gut. Ich wollte unbedingt, dass er jetzt nicht so weit wegläuft. Jetzt nur wegen der Ansitzjagd, dass wir da nicht ewig suchen müssen. Weil wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Also wir gehen sicher auch noch in eine dritte Ansitzfolge. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt sehr erfolgreich. Ihr Stück. Was uns jetzt noch erwartet. Dunkler. Endstufe. Man sieht auch noch gut in der Nacht. Ich meine, die Theorie ist bewiesen, dass wenn man ein bisschen wartet, dass er mal was nachzieht. Ja. Kommt wieder was raus. Jetzt ist die Frage. Wir haben wieder geschossen. Wir hätten das bitte schon, wir hätten auf die Bären schießen können. Wir haben auf Bison geschossen. Jetzt ist kommen die Bisons irgendwann zurück? Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr. Beaver Pitties bleiben auch wahrscheinlich da hinten. 100 Meter in der Nähe. Wen ich zutraue, würde, dass die kommen werden. Der Bär. Sollte der Bär kommen, schießen und dann ist auch. Können wir es auch abbrechen, weil dann die Theorie eben bestätigt. Da liegt ein Bison. Habe ich jetzt auf ein falsches Bild? Habe ich aber. Dagegen herumgeballert. Ist das markiert hatten? Was ist nicht? Ist Bison. Zwei, drei, vier, fünf Sachen schon. Theoretisch könnten wir auf die Bittis auch mal draufballern, wenn wir merken, damit sprechen können wir es nicht. Vielleicht mache ich das offline. Das heißt, ich werde jetzt nach dieser Folge werden jetzt noch warten. Und sogar warten wir noch. Das ist ein bisschen eine Folge. Sammeln wir da ein. Und ich werde aber dann
Herz. Bisschen schauen. In der Welt. Das aber eigentlich haben wir jetzt nur mehr Jungtiere. Wir haben bei den Karibus, können wir es nicht genau sagen. Aber eigentlich bei den Bären waren. Wie muss ich das jetzt leise machen? Das wird jetzt nicht gehen. Wir haben hier Wapiti. Das war das Wapiti. Gut. Wieso Nummer 1? Echt spannend. Auf hat. Ich komme da wirklich. Ich habe eh schon bestätigt, dass alles auf jeden Fall irgendwie zurück. Stehen halt da, ja. Die haben wir schon geschafft auf die Herde, aber das heißt, vielleicht kommt immer die Herde zurück. Also, so, das war. Weiblich erwachsen. Eine Kugel. Genau das, glaube ich, wo sich dazwischen gestellt hat dann. Sogar. Der Ruckler, wo es gegangen ist. Zack ist.
Alles so ist, bleibt. Gut, dann war das doch. Der erste ist in dieses Weibliche reingegangen, eben noch vorgeschoben hat. Zweiten habe ich. Dritte war dann von hinten das dann zusammengesackt. Jungt. Merkt man's. Dann auch. ...1300 haben wir auch schon einen coolen. Sonst auch schon ein bisschen. Komm näher. Den halt auch ein Stück. Komm. So. Ja, und hier das verbieten. Also bitte, Harry Bonus. Na gut, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich werde Bericht erstatten, wie die Ansitzjagd noch verlaufen ist. Vielleicht warte ich auch wirklich ab und gleich wieder von der Ansitzjagd. Aber in erster Linie war es das. Danke. Ich wünsche euch eine gute Nacht noch. Jetzt nach Hause gehen.